Einen schönen guten Morgen. Ja, heute Mittwoch, heute Abend um 21 Uhr das legendäre Spiel Deutschland gegen Ungarn. Ja, politischer kann es nicht gehen. Mal schauen, wer sich zuschaltet. Einen kleinen Moment. Könnt ihr mich verstehen? Guten Morgen. Mittwoch regnerig, aber das tut der Natur gut. Schönen guten Morgen. Bin ich laut genug? Ist alles in Ordnung? Jawohl, sehr schön. Ja, heute um 21 Uhr das Spiel. Deutschland gegen Ungarn. Aufregung ist groß. Äh, jeder beschäftigt sich eher mit dem Farben der Stadien und mit neuer seiner Armbinde. Ja, es scheint in unserem Land, in Europa, in der Welt keine anderen Probleme zu geben. Ich habe dazu interessante Interviews gemacht äh, mit Gerhard Groß, der selber in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt. Äh, er ist ja bekannt, äh, ja, Kolumnist. Äh, Fellner live, äh, ja, ganz toll. Also viele Freunde von mir, und das sage ich immer wieder, auch gestern Abend nach meinem Kurzauftritt hier live, sagten, Mensch, hört endlich auf, lasst uns in Ruhe. Äh, die, die Mitte der Bevölkerung hat überhaupt keine Probleme damit, ob jemand in der gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt oder nicht. Das ist jeden seine Sache, das bleibt jedem selber überlassen. Aber wenn daraus ein Politikum gemacht wird, und nun muss ich euch fragen, der äh, Oberbürgermeister von München, der Herr Reiter, der hat gestern gesagt, also du Eva, sollte sich schämen und der Stadtrat hat doch beschlossen. Herr Reiter, ich habe eine Frage an Sie. München ist ja eine Stadt, die lebt ja auch sehr viel von Saudis. Ich nenne hier das Vier Jahreszeiten. Äh, namhafte Automobilhersteller stellen Limousinen äh, zur Verfügung, Fahrservice. Die Saudis lassen eine Menge Geld in München. Muss ich fragen, Saudi-Arabien ist das jetzt ein Land, wo Frauenrechte äh, nun wirklich Einzug gefunden haben? Saudi-Arabien ist das ein Land, wo gleichgeschlechtliche Beziehungen toleriert werden? Oder könnte es sein, dass hier wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen und man sagt, nee, wenn da was ist, das greife ich nicht an. Türkei, äh, was macht übrigens, darüber machen wir eine Sendung, was ist übrigens, ich schätze ja Bayern-München, keine Frage. Aber was ist übrigens mit Bayern München, mit dem Werbevertrag, mit Katar? Katar Menschenrechte, gleichgeschlechtliche Beziehung, ist schon eine Frage. Äh, was ist, äh, wenn unser Bundespräsident regt sich ja auch wahnsinnig darüber auf, dem Mullah-System äh, äh, zu seiner Existenz gratuliert, Frauenrechte, gleichgeschlechtliche Beziehung, da werden Leute, Leute öffentlich hingerichtet, ist schon erstaunlich. Also es ist eine Heuchelerei, es ist eine Zweizüngigkeit, wie es nicht schlimmer geht. Und wer schließt sich dem Ganzen an? Unser bayerischer Ministerpräsident äh, Markus Söder. Also er ist auch empört. Ähm, ich frage mich, wenn wir das sehen in den Gazetten Morgenmagazin Sport, es ist, eine Unf es ist unfassbar, was du, Eva, da gemacht hast. Gleichzeitig tingelt äh, unsere äh, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen durch Europa und äh, verteilt dort die 750 Milliarden äh, Corona Aufbaufonds. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, 750 Milliarden. Ich habe heute Interviews Daniel Zabel, der ja äh, im Strafjustizvollzugsdienst war. Olaf Opitz äh, kommt heute zum Interview. Äh, die Thematik Berlin. Wir werden uns auch über das unterhalten, den Euro Aufbaufonds und dass insgesamt die Corona Situation Deutschland mehr gekostet hat als der Aufbau. Ost, äh, das ist unbeschreiblich, ja, dann kommt äh, Thomas Berthold und dann werden wir uns heute Nachmittag noch unterhalten mit Martin Hess, Auflösung SEK, KSK, G's, nicht, nicht die, die Auflösung SEK Frankfurt, äh, KSK, zweite Kompanie, ja, wo das Ganze hingeht, also recht interessant, startet gut in den Tag, lasst uns gemeinsam Kraft schöpfen und äh, Fußball soll Fußball bleiben und... Äh, ich finde es ein wahnsinn wie dann auf ungarn losgegangen wird ohne die gesetzgebung nun genau zu kennen. das zeigt sich eine schwache politik und eine linksgrüne presse lässt sich von gewissen institutionen vor sich her treiben und die eigentlich betroffenen was die wollen die wollen in ruhe und in frieden leben und die mitte der gesellschaft also das bürgerliche lager möchte das auch und äh, mir nochmal die Menschen, die ich kenne, und das sind sehr viele, und auch die uns zuschreiben, da, lasst doch die Menschen leben, wie sie wollen, aber macht hier keinen Hype draus und macht auch keinen religiösen Wahn draus. Startet gut in den Tag, lasst es euch gut gehen und wir werden uns heute nochmal sehen. Bis dann, tschüss.